Erfahrung weiß ich, dass man Leben auf dem Schlachtfeld rettet, nicht im Büro. Und manchmal muss man ein Leben nehmen, um eins zu retten. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute startet die Live-Woche. Das bedeutet, von Montag bis Freitag folgt jetzt jeden Tag ein Video um 13 Uhr und wir fangen heute an mit dem Operatoren-Video. Letztes Mal habe ich den Operator Sledge vorgestellt als Angriffsoperator. Jetzt zeige ich euch meiner Meinung nach den besten Einstiegsoperator in der Verteidigung und zwar ist das der Doc. Der Doc hat quasi eine Spritze, mit der man jemanden wiederbeleben kann oder man kann sich auch selber wieder heilen. Wie ihr jetzt im Laufe der Videos oder der zwei Ausschnitte sehen werdet, habe ich mich eben geheilt, wenn ich verletzt war. Und das finde ich für den Anfang sehr schön, weil am Anfang habt ihr quasi noch gar nicht das Movement und das Aim drauf. Und gegen stärkere Spieler, die euch anhitten, sagen wir mal, zieht ihr quasi die kürzere Leine. Und von daher könnt ihr euch wiederbeleben. Ihr könnt sogar über euer Leben hinausgehen, jedoch verschwindet das Leben dann wieder sekündlich. Also ihr könnt zum Beispiel 140 HP haben, also Lebenspunkte, und von da aus geht dann jede Sekunde einer weg und ihr habt dann am Ende nur noch 40 übrig. Also bevor ihr irgendwo reinwascht, ist das auf jeden Fall sehr gut. Dann könnt ihr euer Team wiederbeleben, was ihr auch im Laufe des Gameplays seht. Das ist natürlich nicht zu vernachlässigen. Wenn das Team schwere Schaden hat oder Schäden hat, könnt ihr da gerne mal die Spritze reinballern. Auch ihr könnt, also auch könnt ihr natürlich auch eure Teamkollegen in weiter Entfernung wiederbeleben. Wenn zum Beispiel jemand abgeschossen wurde und ihr nicht hinlaufen wollt, weil ihr wisst, dass auf dem Weg ein Gegner ist und der Teamkollege aber wiederbelebt werden muss, dann könnt ihr eben die Spritze rausholen und ihn abschießen. Dadurch bekommt er eben Leben und wird eben wiederbelebt. Taktisch klüger ist es natürlich, jemanden wieder zu beleben, also indem man eben ihn hochhilft und nicht die Spritze benutzt und dann ihm nochmal Energiepunkte gibt, weil so bekommt er eben 50 Punkte plus eben 40 Punkte nochmal von der Spritze, das sind dann 90. Also ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Ich würde mich natürlich gerne über eure Meinung freuen, also schreibt sie bitte in die Kommentare und ich wünsche euch jetzt natürlich auch viel Spaß mit der Live-Woche, die jetzt hier folgt. Ihr könnt mir gerne noch Vorschläge in die Kommentare schreiben für irgendwelche Videos. Ich habe noch nicht alles fertig, ich habe schon 3 Videos jetzt vorbereitet und ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt und freue mich über eure Kommentare, über euer Feedback und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.